Liebe Physikfreunde, mit Schwingungen kennen wir uns mittlerweile ganz gut aus. Das heißt, da haben wir im Grunde einen Haken dran. Heute dürft ihr was Neues lernen, und zwar geht es um das Thema Wellen. Wellen gibt es ganz viel auf unserer Welt. Jeder, der schon mal irgendwie im Wasser war, der weiß das. Vielleicht sogar irgendwo im Freibad, im Wellenbecken oder sogar im Meer. Alles, was mit dem Thema Hören zu tun hat, funktioniert über Schallwellen. Datenübertragung, zumindest drahtlos, funktioniert über Wellen, WLAN und so weiter, alles Wellen. Es gibt Seilwellen, man kann sogar auf der Welle des Erfolgs reiten. Und wer weiß, was es da noch alles gibt mit Wellen. Grund genug also, sich mal genauer mit dem Thema zu beschäftigen und mal genau hinzuschauen, was ist das überhaupt eine Welle. Damit ihr das besser verstehen könnt, habe ich euch zwei Modelle aus der Sammlung mitgebracht. Das ist zum einen hier im Vordergrund eine Schiene, wo ihr eine Reihe von Magneten seht, runde Dinger. Die haben sich alle in relativ regelmäßigen Abständen hier angeordnet, weil sich die Magnete hier abstoßen. So, und denen geht es eigentlich ganz gut, und zwar mindestens so lange, bis ich die störe. Und das mache ich jetzt mal. Ich störe mal hier diesen ersten Magneten. So, kurzer Versuch vom Reinigungsteam, stört euch nicht. Ihr habt ja den Blick auf die Magneten gelenkt und vielleicht erkannt, dass sich diese Störung, dass sich die ausbreitet, und zwar von rechts nach links, und dann läuft die wieder zurück. Die Magneten bleiben im Grunde genommen quasi an ihrem Platz, die laufen nicht ganz von links nach rechts, die schwingen eigentlich hauptsächlich um ihre Ruhelage. Schwingen um die Ruhelage, sowas hatten wir ja schon mal. Ich glaube, das nannte man Oszillator, also wir haben hier eine ganze Reihe von Oszillatoren. Wenn in dieser Wellenmaschine oder in diesem Gerät, was halt Wellen demonstrieren soll, und diese Oszillatoren sind gekoppelt über die magnetischen Kräfte. Dann habe ich hier noch eine Wellenmaschine, die kann eine andere Form von Wellen machen. Die Wellenmaschine besteht ebenfalls aus einer ganzen Reihe von Oszillatoren. Die haben alle einen gelben Punkt hier vorne drauf. Der Unterschied ist folgender, ich zeige euch mal hier diesen ersten Oszillator, der kann schwingen, und zwar von oben nach unten und unten nach oben. Ja? Wenn ich jetzt diese Oszillatoren, die im Augenblick alle einigermaßen in ihrer Ruhelage sind, mal störe, indem ich den ersten Oszillator auslenke, die sind übrigens auch alle gekoppelt über zwei Federn hier in der Mitte, dann schauen wir uns das mal an. Also, auch hier läuft die Störung wellenartig von der rechten Seite zur linken Seite rüber und wieder zurück. Der Unterschied zu den Magneten besteht darin, dass diese gelben Oszillatoren senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Das nennt man Transversalwelle. Hier bei den Magneten hatten wir ja, dass die Oszillatoren in Richtung der Ausbreitungsrichtung geschwungen sind. Sowas nennt man auch Longitudinalwelle. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei wichtige Fachbegriffe, die sollten an die Tafel. Genauso wie die Definition einer Welle, die packen wir auch gleich dazu. Wenn ihr im Physikbuch nachschaut, dann steht da, eine Welle ist ein zeitlich und räumlich-periodischer Vorgang. Wir schreiben das einfach erstmal mit an, und dann hinterher erkläre ich euch, was das bedeutet. Ja, Freunde, da steht's. Eine Welle ist ein zeitlich und räumlich-periodischer Vorgang. Ich habe zeitlich, räumlich und periodisch schon mal unterstrichen, weil das alles wichtig ist. Dann haben wir was aufgeschrieben zu Longitudinalwellen. Bei Longitudinalwellen schwingen die Oszillatoren in Ausbreitungsrichtung der Welle. Ja, mit den Magneten, das habt ihr gesehen. Ich habe das mal versucht, hier mit einem Bildchen deutlich zu machen. Welle breitet sich nach da aus oder die Störung gerade. Und der ist ein bisschen rangerückt, schubst den nächsten an und so weiter. Da sollten wir Longitudinalwellen als wichtiges Fachwort unterstreichen, und Innenausbreitungsrichtung. So, und bei Transversalwellen, da schwingen die Oszillatoren senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Transversalwellen senkrecht und Ausbreitungsrichtung konsequenterweise auch. Rote Kiste drum in die Mappe.
Und dann wollte ich euch noch erklären, was denn zeitlich und räumlich periodischer Vorgang überhaupt bedeutet. Dazu werfen wir einen Blick auf die Wellenmaschine. Fangen wir mit dem schönen Wort periodisch an. Periodisch bedeutet ja, dass irgendein Ereignis oder ein Zustand immer wiederkehrt. Das kennen wir ja schon vom Oszillator. Beim Oszillator haben wir eine zeitliche Periode. Das bedeutet, wenn wir uns hier diesen ersten Oszillator angucken, der schwingt halt hoch, runter und dann wieder hoch. Jetzt ist er genau in der Position, wo er vorher war, also im gleichen Bewegungszustand, er ist am gleichen Ort und bewegt sich nach oben. Und für diese Bewegung, dieses hoch, runter, hoch auf die alte Position, da benötigt der genau eine Schwingungsdauer. T nennen wir die auch, ein großes T nehmen wir gerne dafür. Das ist eine zeitliche Periode, denn nach jeder weiteren Periodendauer ist der Oszillator wieder hier an der Stelle im gleichen Bewegungszustand. Okay, soweit nichts Neues. Jetzt werfen wir einen Blick auf die räumliche Periode. Die räumliche Periode haben wir nicht beim einzelnen Oszillator, sondern dafür brauchen wir eine Kette gekoppelter Oszillatoren, damit wir sowas wie eine Welle haben. Und ich reg einfach mal diesen ersten Oszillator hier periodisch an. Okay, ich habe jetzt mal das Bild angehalten. Wir werfen einen Blick auf unseren ersten Oszillator, der ist ganz rechts im Bild, und schauen, in welchem Bewegungszustand und an welchem Ort er sich gerade befindet. Jetzt gehen wir die Kette der Oszillatoren entlang und suchen einen Oszillator, einen anderen Oszillator, der sich im gleichen Bewegungszustand befindet, ja, also am gleichen Ort und der sich auch gerade in die gleiche Richtung bewegt. Der Abstand zwischen dem ersten Oszillator und dem nächsten Oszillator, der den gleichen Bewegungszustand hat, das ist die zeitliche Periode. Denn wenn wir den gleichen Abstand weiter nach links gehen, finden wir da wieder einen Oszillator, der ebenfalls im gleichen Bewegungszustand ist. Diese räumliche Periode, die gibt es nur bei der Welle und die nennt man dort Wellenlänge. Dafür nimmt man gerne den griechischen Buchstaben Lambda. Das gleiche nochmal als Tafelbild. Wenn wir uns hier diesen Oszillator anschauen, dann ist der nächste im gleichen Bewegungsstand der Zustand dieser hier, der ist auch gerade in der Nulllage. Achtung, beliebter Fehler, der hier ist es nicht, denn wenn sich dieser Oszillator hier zum Beispiel gerade nach oben bewegt, dann wird sich dieser hier nach unten bewegen. Ja, der ist zwar am gleichen Ort in der Ruhelage, aber nicht im selben Bewegungszustand. Dieser hier bewegt sich aber wieder nach oben. So, und im gleichen Abstand finde ich hier den nächsten Oszillator, der sich ebenfalls im selben Bewegungszustand befindet und dann hier wieder und so weiter. Das wäre die räumliche Periode. Ich male das mal hier dran. Das ist das, was wir als Wellenlänge bezeichnen und mit dem schönen Buchstaben Lambda versehen. Ein griechisches L, sieht im Grunde genommen aus wie so ein Fleischerhaken, der auf so einem kleinen Ständer da aufgestellt ist. Wellenlänge. Hier müssen wir nicht unbedingt an der Stelle bestimmen, wo gerade der Oszillator durch die Nulllage geht. Das können wir auch machen, keine Ahnung, an so Extremstellen zum Beispiel, wenn er ganz unten ist. Von hier bis da oder bis hier. Da tritt genauso diese Wellenlänge auf. Das ist das gleiche Lambda, was wir hier links auch haben. Gute Sache, könnt ihr nochmal einen schönen Buchstaben üben. Das ist die räumliche Periode, die wir bei einer Welle haben. Und die Schwingungsdauer T ist die zeitliche Periode. Und jetzt nehmen wir unser ganzes Vorwissen zu Geschwindigkeiten und das, was wir hier zu Wellenlängen und Schwingungsdauern aufgeschrieben haben, zusammen und finden was raus über die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dieser erste Oszillator hier, der schwingt gerade nach oben. Wir stellen uns mal vor, die anderen Oszillatoren sind alle noch nicht ausgelenkt. So, jetzt schwingt er nach oben, nach unten und jetzt kommt er wieder in seiner Ruhelage an. In dem Moment, wo der hier wieder in seiner Ruhelage angekommen ist,
hat sich die Welle ausgebreitet. Und zwar genau bis hier, um eine Wellenlänge. Ja? Denn jetzt schwingt unser erster Oszillator wieder hoch und der zweite Oszillator schwingt gleichzeitig mit ihm hoch und runter. Das bedeutet, für diese Strecke hier, eine Wellenlänge, braucht die Welle genau die Schwingungsdauer t des Oszillators, um sich auszubreiten. So, und außer Sec 1 wussten wir schon, v ist s durch c, also Geschwindigkeit ist Strecke durch Zeit. Und deswegen können wir jetzt ausrechnen, Geschwindigkeit ist gleich Strecke, also hier unsere Wellenlänge, durch die Zeit. Und die Zeit ist unsere Schwingungsdauer. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die nennen wir c. Und die Formel wäre dann, c ist gleich Lambda durch t. Vielleicht schreiben wir nach oben drüber, Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ja, das wäre nämlich dieses c hier. Und das ist Lambda durch t, muss auf jeden Fall in die Mathe. Wir wollen uns mal ausprobieren, ob uns das gelingt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen hier bei der Wellenmaschine. Für die Bestimmung der Wellenlänge habe ich hier ein Lineal mitgebracht. Wenn ihr hinschaut, dann erkennt ihr, dass diese ganzen Oszillatoren, diese ganze Kette von Oszillatoren etwa eine Länge von 84 cm einnimmt. Ich habe die Dinger gerade mal durchgezählt, das sind 42. Könnt ihr mit dem Taschenrechner mal ausrechnen, wie viel dann der Abstand ist zwischen zwei Oszillatoren. Zur Bestimmung der Zeit habe ich hier ein ganz hervorragendes Instrument, eines der besten, die wir haben. Es ist eine Stoppuhr mit leuchtenden Zahlen. Die kann ich hier oben starten und stoppen und wieder auf Null setzen. Ja, ich würde sagen, die Wellenmaschine treibe ich einfach mal mit dem Motor hier periodisch an. Dann stoppen wir die Zeit und messen die Wellenlänge und dann rechnen wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit aus. Und stopp. Von der Zeit 9,16 Sekunden ziehen wir die Anfangszeit 0,76 Sekunden ab. Diese 8,4 Sekunden sind halt 5 Periodendauern, das heißt eine Periodendauer sind ungefähr 1,7 Sekunden. Und die ganze Wellenmaschine, 84 cm, sind in etwa 2 Lambda. Und das können wir jetzt in unsere Formel einsetzen, c ist Lambda durch t. Dann haben wir für das Lambda etwa die 42 cm. Und für das t 0,17 Sekunden, da kommt ungefähr eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 0,25 Meter pro Sekunde raus. So, und jetzt machen wir das Ganze für andere Schwingungsdauern. Ich glaube, dass das Ding etwas schneller laufen. Nochmal, oder könnt ihr selbst nochmal ausprobieren. Wenn ihr jetzt die verschiedenen Wellenlängen und die Schwingungsdauern vernünftig ausgemessen habt und das in die Formel für die Ausbreitungsgeschwindigkeit eingesetzt habt, dann müsste euch eigentlich Folgendes auffallen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist jedes Mal gleich. Das ist auch ein Grund dafür, weswegen man c als Symbol für die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle nimmt, denn das ist eine Konstante,
Die hängt halt davon ab, wie stark die Oszillatoren gekoppelt sind. Und an der Kopplung der Oszillatoren mache ich hier bei der Wellenmaschine nichts. Bei anderen Wellen ist egal, Wasserwellen, Schallwellen, Licht als Welle, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit jeweils auch immer konstant. Deswegen nimmt man dafür gerne einen C.